Moin Leute und herzlich willkommen zur Analyse des zweiten Viertelfinal-Battles Lido gegen Vertigo. Vorher möchte ich noch anmerken, dass Sovin doch eingereicht hat. Ich habe aus Versehen ihn übersehen. Ich habe das erst gemerkt, als ich nach der Analyse die E-Mails nochmal gecheckt habe. Also nächstes Battle Johnny Hayes gegen Eintagsfliege wird kommen, da beide eingereicht haben. Und Mike Afton gegen Steffens Cousin. Da hat Steffens Cousin nicht eingereicht, da kommt halt nur Mike Afton. Bewerten werde ich es trotzdem. Dazu noch anmerken möchte ich, dass ich das jetzt ein bisschen umstrukturiere von der Bewertung her. Also ich werde erst Lido zum Beispiel alle Punkte bewerten, also Video, Technik, Flow und so weiter, und dann Vertigo. Ich denke, das ist übersichtlicher. Und ich werde aber dennoch das in Bezug auf den Gegner bewerten. So, also heißt jetzt nicht, dass das so wie in der Quali-Phase jeder für sich ist, sondern es wird immer noch in Bezug auf den Gegner bewertet, nur die Strukturierung ist anders. Dazu möchte ich auch noch anmerken, dass ich die Bewertung ausgeschaltet habe. Ich habe das vorher schon irgendwo mal geschrieben oder in irgendeinem Video gesagt, dass ich in den Battles die Bewertung ausschalten werde, weil ich der Meinung bin, dass das mit der Bewertung gerade bei solchen kleinen Online-Battle-Turnieren Schwachsinn ist, weil eh immer irgendwelche Hater kommen oder irgendwas grundlos gedisliked wird oder es so leicht zu beeinflussen ist und man selbst wird auch sehr leicht davon beeinflusst, was man nun liked oder disliked, wenn man schon die Bewertung davor sieht. Also und ich habe das halt vergessen, zum Start der Battles auszuschalten. Ich habe das jetzt nachträglich gemacht und werde das auch zukünftig weitermachen. Ich bin am Überlegen, ob ich nach den Battles, also wenn das nächste Battle so gesehen startet, zum Beispiel, wenn jetzt Lido gegen Vertigo die Analyse kommt und danach dann Johnny Hayes gegen Sovin, dass ich von Lido gegen Vertigo die Bewertung wieder anmache. Also dass ich quasi nur während das Battle selbst läuft die Bewertung ausschalte. Da überlege ich noch ein bisschen. Wird man dann ja sehen, wie es sein wird. Fangen wir dann mal mit der Bewertung an. Ich fange mit Lido an. Natürlich, Bewertung, die bei so einer Runde kann die nicht wirklich gut werden, wenn man so einen relativ starken Gegner hat. Video 0 von einem Punkt. Ich muss jetzt einfach schnell. Brauche ich nicht drüber reden. Technik 0 von einem Punkt. Ich meine, ganz ehrlich, ihr habt mir nicht mal die Lyrics mitgeschickt. Da mache ich mir auch nicht die Mühe rauszuhören, wie viel Reime er hat. Ganz ehrlich. Und außerdem, von so einem wie ihn erwarte ich nicht mehr als ein- bis zweisilbige Reime. War in seiner Quali ja auch nicht besser. Flo, 0 von 2 Punkte. Ich meine, Vertigo. Natürlich hat Vertigo auch ein paar Schwächen, aber wenn man das jetzt mal insgesamt betrachtet, ist Vertigo weit vorne. Vor allem besteht Lido Flow ja irgendwie nur darum, dass er ein paar Wörter sagt, dann der Beat wieder frei Leerlauf hat, dann sagt er wieder was, dann wieder der Beat wieder Leerlauf so. Da besteht gefühlt die Hälfte seiner Runde draus, besonders halt der Anfang. Es macht halt nicht gerade einen guten ersten Eindruck. Bei Punchlines habe ich ihm 1 von 5 Punkte gegeben, damit er überhaupt noch einen Punkt hat. Zum Beispiel, ihr hatet gleich rum, in meinen Augen hat das gar keine Berechtigung. Wayne, was hat das mit deinem Gegner zu tun, Junge? Was hat das mit deinem Gegner zu tun, wenn Leute dich haten? Vor allem, die haten dich ja zu Recht, Junge. Guck dir doch mal deine Scheißrunden an. Selbst ich mit meinem Headset vor 2 Jahren oder so habe bessere Runden gemacht. Oder vor einem Jahr, oder vor über einem Jahr, ich weiß es doch nicht mehr. Extra gebe ich ihm auch keinen Punkt, weil ich habe ja angeboten, dass Leute bei mir wegen Mix, Master, was weiß ich, ankommen können. Hat sich ja die Mühe auch nicht gemacht, also von daher. Ich glaube, ich werde das Angebot auch wieder zurücknehmen. Es meldet sich eh keiner dafür. Das war Lido. Kommen wir zu Vertigo. Vertigo kriegt den Videopunkt. Das Video ist zwar relativ simpel, aber gut nachbearbeitet. Die Qualität ist eigentlich ordentlich so. Ist eigentlich ganz nett, auch gerade mit der in der Hook, dass er quasi doppelt da ist, so, weil in der Hook doppelt man ja, oder macht man Doubles, so, das fand ich eigentlich so als Idee ganz nett. Technik gebe ich ihm auch den Punkt, er war zwar jetzt auch nicht das technische Wunder, aber er hatte teilweise auch dreisilbige Reime, manchmal hat sich auch nichts gereimt bei ihm, aber dennoch ist er weiter vorne als Lido, das denke ich unabstreitbar. Beim Flow gebe ich ihm auch beide Punkte.
der Flow, also wie gesagt, manchmal hat er auch seine Schwächen gehabt, aber dennoch liegt der Flow viel weiter vorne, meiner Meinung nach, und er hat auch teilweise so ein paar Passagen etwas schneller gerappt, was dann den Flow so ein bisschen nochmal so ein bisschen auflockert und einfach so ein bisschen Dynamik noch reinbringt, also was sich halt natürlich positiv drauf auswirkt. Punchlines habe ich ihm 4 von 5 Punkte gegeben. Viele Punchlines waren halt gegnerbezogen oder aus irgendwelchen Runden von ihm. Gerade den Anfang habe ich gefeiert mit dem bei einer Sache hast du recht, und dann kommt dieser Ausschnitt von Lido mit dem erstmal auf den Daumen runterklicken. Dieses mit dem Treppenhaus hoch, Treppenhaus runter, was ja derbe produktiv und so, das fand ich auch richtig lustig. Also ich finde es gut, dass er sich das, was ich in meiner Bewertung damals in seiner Quali angemerkt habe, dass er weniger auf diesen lustigen macht. Der hat zwar immer noch eine relativ hohe Stimme, aber diesmal passt sie besser zum Beat. Und mit diesen Punchlines gepaart und etwas ernsterer Attitüde, dann ist das einfach gleich schon viel besser. Und er ist auch gleich ein viel ernstzunehmenderer Gegner. Den Extrapunkt kriegt er von mir auch, weil ich fand seine Runde gut, ganz ehrlich so. Er hat mir auch, was ich auch richtig geil fand, er hat mir Beat mitgeschickt, er hat mir die Runde als MP3 mitgeschickt, die Lyrics und so alles. So wie es eigentlich sein sollte. Einige Leute kriegen es ja nicht mal hin, die Lyrics mitzuschicken, ne, Lido? Und ja, also meiner Meinung nach hat Vertigo eine sehr starke Runde abgegeben. Und er kriegt verdient fast die volle Punktzahl. Ich wollte Lido nur einen Punkt geben, weil er bestimmt irgendwo in seinem Text mindestens eine Punchline gegen ihn hat. Aber ich war zu faul, sie mir jetzt rauszusuchen. Jo, Digga, beschreib mir. Ja, da habe ich auch keinen Bock, sie mal rauszusuchen. So, das war's mit der Analyse. Sag mal, schreib mir da die ganze Zeit. Das war's mit der Analyse des zweiten Battles. Morgen, später, was weiß ich wann, irgendwann kommt Johnny Hayes gegen Sovin. Und ja, dann mal schauen, wie das Battle so verläuft. So, haut rein, tschüss.